Bundestag eröffnet, zu Solidaritätsstreiks aufzurufen. Das heißt, was wir gerade im Beitrag gesehen haben, dass Straßenbahnen noch fahren und U-Bahnen noch fahren, das muss nicht so bleiben. Denn in einem unbefristeten Streik kann man auch jene Mitarbeiter aufrufen, sich zu solidarisieren und mitzustreiken. Klingt für die Kunden ja nicht so wunderbar. Ist denn da eine Lösung in Sicht? Also die Arbeitgeber sagen, mit allen Randforderungen kommen sie auf 25% mehr Lohn, die gefordert werden von Verdi. Also wenn man die Arbeitszeit mit einrechnet und Urlaub und so weiter. Sie werfen sich jetzt gegenseitig vor, weltfremde Forderungen zu haben. Das alles klingt nicht danach, dass dieser Streik schnell beendet sein kann. Dankeschön, Sebastian. Es war ein echter Paukenschlag, der heute verkündet worden ist. Geschäftsführer Ralf